ist eigentlich tatsächlich ein Weg von der Faszination für die Archäologie und die alte Welt eben zur Faszination für Zahlen, für Organisation, für Management und auch ein weiter Weg gewesen. Wenn Sie mich gefragt hätten während meines Studiums, was ist der Berufswunsch, dann hätte ich vielleicht geantwortet, Professor für klassische Archäologie oder Direktor eines archäologischen Museums, allenfalls noch, aber sicherlich nicht Kulturmanager. Das alles noch in einer Zeit, in der ja einfach der Praktiker gefragt war und als dann eben 2007 hier die Position des kaufmännischen Geschäftsführers frei wurde, wurde ich einfach gefragt. Der Kulturmanager in einem Ausstellungshaus wie diesem ist ja nicht derjenige, der Ausstellungen kuratiert. Der Kulturmanager ist in einem solchen Haus als Teil einer Doppelspitze, als kaufmännischer Geschäftsführer, der ich bin, natürlich derjenige, der zunächst einmal dafür sorgt, dass die Finanzen stimmen, der die finanziellen Risiken der Ausstellungsprojekte auch einschätzen muss und damit natürlich ganz wesentlich gemeinsam mit dem Direktor als zweiten Teil der Doppelspitze dann auch die Entscheidungen trifft. Der kaufmännische Geschäftsführer ist derjenige, der die innere Verwaltung dieser Institution natürlich für derjenige, der vom Fundraising bis hin zu Personalfragen, bis hin zu Fragen des Vertriebs und des Marketings, natürlich alle organisatorischen Dinge hier fest in seiner Hand hat und dabei natürlich auch sehr stark versuchen muss, in der klassischen Rolle des Ermöglichers denen, die an den Inhalten unserer Ausstellung arbeiten, einfach auch den Rücken frei zu halten. Und das sind im Moment natürlich sehr, sehr viele Dinge, die diesen Neubau betreffen, den wir als Mieter beziehen werden. Das bedeutet, ich bin nicht selbst Bauherr, aber ich bin eben für das Buceris Kunstforum derjenige, der alle Entscheidungen natürlich über das Aussehen, über die Sicherheitstechnik, die Klimatechnik, die Lichttechnik, die besonders sensiblen Bereiche für dieses neue Ausstellungshaus eben zu besprechen hat und auch zu entscheiden hat. Und das erfordert einfach eine Menge an Kommunikation. Die Aufgabe des kaufmännischen Geschäftsführers natürlich beinhaltet die Verantwortung einfach für diese Immobilie. Und das fängt an bei der Frage, wie sauber ist sie eigentlich, hin natürlich zu vielen technischen Fragen, hin zu vielen Dingen, die permanent repariert werden müssen. Und dieses ganze letztlich Facility Management, wenn Sie so wollen, ist natürlich so eine Aufgabe, mit der man als klassischer Archäologe sonst nie konfrontiert ist, die man dann auch erstmal lernen muss. Die beginnt montags morgens um 9 mit einem ersten Jourfix mit unserem Direktor, Herrn Kaiser, in dem wir in einer halben Stunde einfach die tagesaktuellen Fragen miteinander zu klären versuchen. Das kann manchmal auch einfach die Festlegung sein. Wer vertritt das Haus in dieser Woche bei den vielen externen Terminen, die wir auch wahrzunehmen haben, um das Haus zu repräsentieren? Wie gehen wir bestimmte strategische Fragen auch gemeinsam an? Das ist so ein klassischer Montagmorgen und der setzt sich dann eigentlich gleich eine halbe Stunde später fort mit den drei Mitarbeiterinnen in meinem ganz engen Team, meinen Assistentinnen und der Leiterin unserer Veranstaltungsabteilung, wieder ein Termin, wo es einfach nur darum geht, die Woche zu organisieren und die anstehenden Termine, die anstehenden Projekte auch so zu verteilen, dass die Arbeit auch gemacht wird. Und also ich glaube, dass grundsätzlich jede Kulturinstitution einem Kulturmanager erstmal ein Forum, einen Rahmen, eine Basis bietet, die dann eben durch die eigene Managerpersönlichkeit auch konkret ausgefüllt werden kann und ausgefüllt werden muss. Und es wird immer ein bisschen davon abhängen, welche Vorlieben, welche Stärken und Schwächen der Kulturmanager hat, wie man diese Rolle konkret füllt. Leadership ist ein zentrales Thema, glaube ich. Organisation und Change Management ist ein weiteres zentrales Thema, weil viele Kulturinstitutionen heute vor einem starken organisatorischen Wandel stehen oder in solchen Wandlungsprozessen auch sind. Aber auch viele andere Bereiche kommen ja neu dazu. Audience Development, Community Building, zwei weitere aktuelle Themen, die für uns ganz, ganz wichtige und zentrale Themen sind, aber auch der Bereich der Digitalisierung in jedem Museumsbereich sind aktuelle Trendthemen, die Ausbildung im Kulturmanagement ganz wesentlich mitprägen müssen. Ich glaube, dass jeder Kulturmanager wissen muss, dass solche Positionen nicht mit einem 9-to-5-Job zu machen sind. Wenn man in einer Führungsposition arbeitet, dann bedeutet das immer, dass
berufliches und Privatleben sehr eng miteinander verschmelzen. Bedeutet das immer, dass viele Abendtermine auf einen warten, die man wahrnehmen muss, weil Beziehungsmanagement, weil Kommunikation, weil Präsenz. Hinzu kommt ein weiteres. Ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, wie viel Zeit es bedeutet, in einer Kulturinstitution Personal zu führen und Personal gut zu führen. Dass Kulturmanagement immer auch mit Misserfolgen verbunden ist und dass man gut daran tut, sich nicht jeden Misserfolg eines Ausstellungsprojektes als persönlichen Misserfolg zu deuten, das versteht sich von selbst. Ich glaube darüber hinaus, dass der Kulturbetrieb ein immens innovativer ist, einer, wo ganz, ganz, ganz viel Bewegung ist. Und ich glaube, wenn man all das und noch viel mehr sozusagen sich vor Augen führt, dann kann man abends ganz gut schlafen gehen und sich eigentlich über die Vielfalt von Kultur, gerade auch in einer Stadt wie Hamburg natürlich, zu deren kulturellen Leben man ein bisschen beitragen kann mit diesem Haus, wirklich noch freuen.